Hallo YouTube, ein neues Video und diesmal ist es ein Video, was gar nicht so richtig passt zu meinem Kanal, denn es geht um das Thema Sport, speziell um das Thema Fußball. Und zwar, das hat mich die letzten paar Tage so richtig beschäftigt und ich verstehe es bis heute nicht, wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Ja, die Rede ist vom Wechsel von Neymar da Silva Santos Junior, ja, vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Ja, die Ablösesumme sind 222 Millionen Euro und verdammt, ja, das ist sehr, sehr viel Geld und man kann sich das gar nicht vorstellen, was das ist. Also nur mal im Vergleich, ich glaube, der höchste Euro-Millionen-Pot war mal so auf 200 Millionen. Das heißt, nicht einmal da könnte man sich diesen Fußballer kaufen, wenn man mal im Euro-Millionen diese Summe gewinnen würde. Ja, und was könnte man sich drum kaufen, um diese Summe, um diese 222 Millionen? Und das möchte ich euch in dem Video zeigen. Und wir fangen gleich an mit dem nagelneuen Tesla 3, also der, was jetzt gerade kurz vor der Fertigstellung ist, könnte man sich kaufen, 7500 Mal den Tesla 3, natürlich in der Normalkonfiguration. Jetzt geht dann gleich weiter, man könnte sich gleich ein paar Handys kaufen oder sprich eigentlich sehr, sehr viele Handys kaufen. Und zwar die Rede ist von 377.000 Samsung Galaxy S8, also wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, die zweitgrößte Stadt in Österreich hat gerade mal so viele Einwohner. Das heißt, wir könnten jeden Einwohner in der zweitgrößten Stadt in Österreich damit versorgen, damit er das neue Samsung Galaxy S8 hat. Oder wenn es halt kein Samsung sein soll, kann es natürlich auch ein iPhone sein. Ein iPhone 7 mit 128 GB würde man bekommen. 311.000 Stück würde man davon bekommen, also auch eine richtig schöne Summe. Oder man könnte das Ganze sogar noch ein bisschen monströser machen, und zwar, ja, jetzt hat ja Nokia wieder ein Handy herausgebracht, und zwar das Nokia 3310, diese neue Auflage von diesem Kult-Handy. Das könnte man sich satte 3,7 Millionen Mal kaufen, also das heißt, wir haben fast die Hälfte der österreichischen Einwohner damit abgedeckt mit einem Handy, mit diesem günstigen Handy. Ich glaube, das kostet aktuell 60 Euro auf Amazon. Oder man geht halt noch weiter in der Technik, und viele kennen ja den Mac Pro, also diesen Zylinder oder diesen Mistkübel. Und zwar, den könnte man sich insgesamt 48.000 Mal kaufen, also mit der Standardkonfiguration, also nicht mit der High-End-Konfiguration. Es wird dann interessant, wie viel Stück das dann wären, wenn man zum Beispiel den neuen iMac Pros dann den Preis weiß, wie viel man sich um die 222 Millionen Euro dann kaufen könnte. Oder viele Leute stehen ja auf Musik, da hätte ich zum Beispiel dann noch das Amazon Echo, ja, also der große Amazon mit der großen Box eingebaut, nicht das Dot, das könnte man sich dann insgesamt 1,2 Millionen Mal kaufen um diese Summe. Also es ist wirklich abartig viel, was da eigentlich abgeht, was man sich hier alles kaufen könnte. Ja, was sagt ihr zu dieser monströsen Summe? Ist das noch gerechtfertigt, dass im Sport mit solchen Summen hantiert wird? Ich finde es nicht gerecht, weil man könnte mit dem Geld vieles, vieles besser machen oder vieles Gutes machen. Zum Beispiel, dass zum Beispiel die Regionalliga-Clubs mehr Unterstützung bekommen, die Jugend mehr Unterstützung bekommen, weil mit der Summe, glaube ich, ist es nicht gerechtfertigt, dass eine Person so viel wert ist. Und ich glaube, er wird zwar mit den Trikots verkauft, das vielleicht ein bisschen reinspielen, aber da reden wir vielleicht nur von ein paar Prozentteilen. Aber ich glaube, für Paris Saint-Germain wird es nicht dieser Erfolg sein, was er sich vielleicht dadurch erhoffen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich habe euch jetzt mal kurz gezeigt, was man sich mit 222 Millionen Euro alles kaufen könnte. Ja, für mich wäre halt interessant, die ganzen Teslas, weil 7500 Teslas, das wäre schon richtig nice, wenn die hier so überall bei mir rundherum stehen würden und ich könnte mir jeden Tag ein anderes aussuchen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich würde mich freuen, was eure Kommentare dazu sind, was ihr von diesem Wechsel haltet. Schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, baba.